So, willkommen zurück nach diesem doch unerwarteten Schnitt und es geht weiter jetzt mit Tales. Ich habe jetzt meine Festplatte ein bisschen hier sauber gemacht und hoffe mal, dass es soweit dann auch reicht. Eieiei, da versuchen aber hier schon wieder kräftig mein Allerwertesten. Hades ist es gut, um Gottes Willen, reg dich ab. Also Hades ist doch schon hier ein kräftiger Bursche, der hat anscheinend Spaß, hier irgendwie andere Leute zu quälen. Elender Sadist hier. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt mit dem Bogen so eine perfekte Lösung ist. Aber ich mach's einfach, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Und ich glaube, im Fernkampf ist das nicht mal so eine schlechte Idee hier. Oh ja, ist in Ordnung, Hades, Mensch, dann... Komischerweise, warum... Ja, jetzt aber. Ach, komm schon, ohne Witz. Ja, es ist in Ordnung, Hades. Ne? Ich habe jetzt auch gemerkt, dass du hier mit deinen Teilen rumfuchteln kannst. Sehr interessant, alles. Also so langsam regt Hades wirklich auf, weil der könnte auch ruhig mal hier irgendwie etwas nachgeben, oder was sagt ihr? Also so langsam wird das sehr eintönig. Ja, warum? Was ist denn hier? Ja, es ist ein Ort... Hallo, darf ich hier auch noch was machen? Kann ich jetzt auch bald mal irgendwie hier wieder so ein Quicktime-Event machen? Dankeschön. Das hat mir wirklich sehr gefehlt. So, und jetzt ist nämlich ja dein Herz wirklich mal dran. Also keine Ahnung, wie kann der überhaupt weiterleben, nachdem ich ihm sein Herz rausgerissen habe. Ganz ehrlich. Was soll denn das überhaupt hier schon wieder? Tja, Hades. Dein Herz scheint bald nicht mehr zu leben. Wie gefällt dir das, Hades? Da scheint er nicht gut zu gefallen, oder? Wird mir auch nicht. An deiner Stelle. Oh ja, Hades, dann schwing dich eben wieder hoch. Ich bin echt gerade am Überlegen, was ich da jetzt machen soll. Also wenn er da immer runterspringt, weil soll ich da irgendwie so eine Rolle machen oder so? Keine Ahnung. Würde mich echt mal interessieren. Ja, Hades, könntest du auch noch. Ha, du triffst ja nicht mal im Traum. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Ja, ich könnte doch einfach springen, fällt mir gerade auf. Warum springe ich nicht einfach? Das wäre um einiges leichter. Ach, und da bin ich jetzt gar nicht gerade in Range von dem. Oder wie sieht das aus? Ach doch, er arbeitet sich gerade zu mir hin. Und springen, ja. Schon ist das ja alles vorbei, ne? Mein Freund. Oh ja, und schon wieder hast du meine Seele. Dann freu dich doch, Hades. Freu dich ganz dick. Ich hoffe, dir geht dabei einer ab. Oh, das war schlecht. Und schon wieder meine Seele. Und ich bin tot, ach man. Also, keine Ahnung, wenn es echt der Hard ist. Also, der Kampf geht wirklich so lang, da hat man irgendwie nach einer Weile, verliert man die Lust dran. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich glaube, früher oder später kommt da wieder eine Abfrage, ob ich es auf leicht stellen soll. Und für die Bosskämpfe ist es irgendwie angenehmer. Also... Die Bosskämpfe gehen irgendwie halt wirklich dann ewig lang und naja, ne, ihr wisst schon.
Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich es einfach nicht hinbekomme, den Typ da kalt zu machen, aber... Naja. Oh, Hades, du musst noch viel lernen, ganz ehrlich. Oh, du musst noch ganz viel lernen. Oh, mein Kleiner. Du musst so unglaublich viel. Hä? Ich war doch... Hallo, ich stand gerade hinter dir. Nö, das ist ja aber klar. Ja. Pff, gut, dass ich nicht irgendwie 5 Meter von deinem Fuß wegstehe, ne? Ne, ne, ne. Dieser Hades. Ach, und... Oh, das habe ich auch noch versaut. Das ist ja mal umwerfend. Ihr seht also... Das läuft mal wieder grandios. So, jetzt aber. Und mal wieder schneiden wir hier sein Herz auf. Irgendwann reicht es aber dann auch mal. So. Da ist also hier sein wunderschönes Herz. Und ich glaube, wir haben es gerade zerstört. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Aber wir sollten hier weg, glaube ich. Wobei, ich glaube, das ist sogar relativ egal. Oh, und bald ist hier unsere Anzeige ganz voll. Ihr wisst, was das heißt. So, mein lieber Hades. Freu dich, denn bald kriegst du hier mal richtig einen... Auf den, ne, du weißt schon. Oh, bald geht's los. Bald haben wir die Anzeige voll. Wenn ich nicht noch, ja, jetzt. Babam, 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 babam. Da, da, da. Na, jetzt gerade noch diese Mario-Musik wäre wirklich perfekt. Und wir schnetzeln ihn hier einfach tot wie sonst was. Ach, das ist aber jetzt nicht euer Ernst, oder? Also ganz ehrlich, wir haben sogar hier gerade unseren Wutausbruch gehabt. Ewig lang auf den eingeschlagen und der überlebt es. Also ganz ehrlich, das ist eben... Naja. Es zieht sich eben wirklich in die Länge und nach einer Weile... Naja. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll, aber es entspricht der Wahrheit, weil... Naja. So. Hades, ich bin gespannt, wie oft ich dich noch zu Gesicht bekomme heute. Weil irgendwann reicht es mir auch hier mal, deine Visage zu sehen, ganz ehrlich. Da hat man dann bald keine Lust mehr drauf. Oh Mann. Und da springt er wieder. Ich hoffe, es macht ihm ungeheuer viel Spaß. Da wirft uns zu Boden. Unglaublich, ganz ehrlich. Ich glaube, ich sterbe gleich mit Absicht, damit ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen kann. Weil das hat so einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Naja. Ich denke, es macht euch keinen Spaß. Es macht mir keinen Spaß so. Und dann, dass es eben dann hier Fehler am Platz. Schließlich soll ein Game ja auch Spaß machen. Oder etwa nicht. Und das Herz jetzt hier noch. Das ist, glaube ich, mir die leichteste Aufgabe. Was soll diese Animation eigentlich immer hier? So, Hades, willkommen daheim.
Ach, und unsere hier, ihr wisst schon, Anzeige ist wieder voll. Babam, babam, babam. Und wir schnetzeln hier den guten alten Hades. Der ist aber auch so feige und möchte hier nicht mal anwesend sein, wenn wir ihn so richtig schön fertig machen. Ich langweile dich. Oh, das sehen wir aber dann, ne, Hades? Mein Süßer. Das sehen wir aber dann. Los, Rolle. Warum konnte ich gerade keine Rolle machen? Das ist ja hier unglaublich. Und nochmal das Ganze. Und anscheinend, ja, schritzen wir ihm jetzt die Nieren auf. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist ja widerlich, ist das ja. Unglaublich. Wer macht sowas? Das kann auch nur Kratos. Macht sonst niemand anderes. Ja, ich weiß, du hast Schmerzen, aber würdest du dich einfach irgendwie hinlegen und dann, ne? Dann wäre hier dein Schmerz ganz schnell vorbei. Und ihr seht, es geht immer noch weiter. Also, ich hau jetzt hier besser mal ab. Soll ich jetzt irgendwie auf dem Schießen oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach, da ist er ja. Was soll ich jetzt hier groß machen? Ich meine, ich schieße jetzt einfach mal auf den. Oh mein Gott. Ja, hallo, Fifi, wie geht es dir? Mein lieber kleiner Hund. Und, tja, was geht jetzt hier ab? Jetzt machen wir irgendwas an seinem, was ist es, Hals? Irgendwie sowas. Rette dich, Kratos, spring und mach irgendwas. Oder einfach das, genau. Ah, wir können jetzt so also einen leichten Angriff machen. So können wir ausweichen. Kratos, nein, um Gottes Willen, komm wieder hoch, Junge. Ja, da hat er Nerven, also, ganz ehrlich. Kratos, ne, dir schon bewusst, dass du hier auf dem Boden der Tatsachen bleiben sollst. Also, ne, streng dich hier mal ein bisschen an. Sag mal, möchte er mich jetzt verarschen, der Kratos? Ja, du sollst hochkommen und ich muss auch bald wieder einen Schnitt machen. Eieiei. So, du ziehst ihn jetzt erstmal hier ein bisschen, ne? Ach, also, das ist ja wohl die größte Lusche da gerade. Also ganz ehrlich, warum kann ich nicht mit Hades spielen? Der Tod bringt dir keine Erlösung. Hä, und was geht jetzt ab? Hä? Was soll das jetzt gerade? Also ganz ehrlich, das ist ja unglaublich. Das ist ja wohl unglaublich. Ja, jetzt sind wir hier wieder. Willkommen zurück. Treffen wir denn so überhaupt? So, und wir gehen jetzt mal zurück. Genau, zieh ihn mal nach hinten. Ja, aber lass ich eben. Der Witz ist eben, wenn ich ihm dann hier so ausweichen möchte, dann werde ich eben nach hinten hier weggedrängt. So, na, hier muss ich jetzt erstmal einen Schnitt machen und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.